Damit herzlich willkommen zu Tomb Raider. Ich muss leider etwas beichten. Wir sind nicht an dem Speicherpunkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir sind bisschen weiter, ein Lager weiter, weil mir die Aufnahme abgeschmiert ist und der Speicherpunkt leider überschrieben ist. So ein Scheiß aber auch. Ja, was soll ich dazu sagen, machen, sagen, wie auch immer, ist jetzt so. In der Zwischenzeit ist passiert, dass Lara am Funkturm Hilfe gerufen hat und ein Flugzeug auch diesen Funkspruch erhalten hat, auf die Insel geflogen ist, landen wollte, aber durch einen plötzlich auftauchenden Sturm abgestürzt ist. Der Pilot ist bereits umgekommen, der wurde von den Einheimischen hier umgebracht. Und ja, wir treffen uns jetzt mit Roth. Lara! Was zum Teufel ist passiert? Und lauscht. Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Ja, wir treffen uns jetzt mit Roth. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, super. Hier drüben! Fängt ja gut an. Boah, jetzt werden wir auch noch beschossen hier. Seil, neue Ausrüstung erhalten. Okay, ja, jetzt können wir so Seildinger anschießen und daran ziehen. Sogar. Was denn? Alter, warum kann der mich so ultra treffen, aber ich ihn nicht? Okay. Versuchen wir dann mal die Decke kaputt zu machen. Das klappt ja recht gut. Na komm, steck dein Köpfchen raus. Es sehr muss gut. Einen Weg nach oben gehen. Den Weg nach oben suchen wir jetzt. Aber wir immer erst ein bisschen umgucken. Natürlich bei den Gegnern Bewegungsgut sammeln. Und auch hier Bewegungsgut sammeln. Hoppa.
Hep. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Ich nehme aber den da oben, wenn der geht. Der scheint zu gehen. Da ist nämlich noch so eine schöne orange Kiste. Und die Erfahrungspunkte lasse ich mir nicht entgehen. So. Roth. Aber bevor wir jetzt da rausgehen, seid mir nicht böse, aber ich schaue eben in die Aufnahmen, ob es jetzt funktioniert hat. Weil ich habe keine Lust, dass ich nochmal euch was vorenthalten muss, gezwungenermaßen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Aufnahme hat funktioniert und ich habe mir überlegt, aufgrund der Speicherdaten werde ich das so machen, dass ich jetzt immer von Lager zu Lager spiele. Im Rahmen pro Folge von 15 bis 25 Minuten. Wenn die sehr viel kürzer oder sehr viel länger sind, dann gucke ich mal, wie ich das mache. Aber grundsätzlich so in dem Rahmen. Und jetzt schauen wir mal, was Woth uns zu sagen hat. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Co-Pilot Jessup von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessup, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Meiner Meinung nach eine gute Entscheidung. Deswegen machen wir das jetzt auch.